Das ist Herr U. Herr U ist Unternehmer. Herr U hat Sorgen. Er muss seit Wochen den Ausfall zweier Schlüsselarbeitskräfte wegen Krankheit verkraften. Ein Bekannter erzählt ihm von Fit to Work, dem kostenlosen Beratungsservice zum Erhalt und zur Förderung der Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Herr U ruft gleich bei Fit to Work an und erfährt von BEM. BEM bedeutet betriebliches Eingliederungsmanagement, erfährt Herr U von seiner Fit-to-Work-Beraterin. Ein Managementprozess, der den Betrieb im Umgang mit Langzeitkrankenständen sowie Fragen bei Wiedereingliederung von erkrankten Personen und darüber hinaus beim langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. Dazu erarbeitet die Fit-to-Work-Beraterin gemeinsam mit Fit-to-Work-Beauftragten im Betrieb strukturelle Verbesserungen und weiterführende Maßnahmen. Wie man richtig und zeitgerecht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langfristigen Krankenständen zugeht, wie man diese nach dem langen Krankenstand wieder arbeitsfähig integriert, wie man die übrigen Kollegen während der Wiedereingliederung nicht überfordert. Herr U ist jetzt sicher. Gemeinsam mit Fit to Work macht er das Richtige, um Beschäftigte bis zum Regelpensionsalter fit zu halten, Fachkräfte zu binden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermotivation hochzuhalten. Bei der Erstberatung geht es um die Erstinformation. Die Ausgangslage wird ermittelt und die Rahmenbedingungen des Betriebs geklärt. Der Basischeck klärt betriebsspezifische Herausforderungen. Es kommt zur Beratungsvereinbarung zwischen Fit to Work und dem Betrieb. Ein erster Sensibilisierungsworkshop macht klar, welche Probleme es zu lösen gilt. Nach einem Screening und einer Erhebung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt es zur Analyse. Ein Bericht stellt die Ergebnisse aus der Analysephase dar und legt die Schwerpunkte der Maßnahmen fest. Bei der Intervention wird eine nachhaltige Struktur im Betrieb mit dem Integrationsteam festgelegt. Bei der Umsetzung aller Maßnahmen steht die Fit-to-Work-Beratung zur Seite. Eine abschließende Erfolgsmessung durch die abermalige Messung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit evaluiert die Maßnahmen. Weiterführende Informationen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement werden ausgearbeitet und dem Betrieb übergeben. Die Arbeitsfähigkeit steigern rechnet sich. Und kostet Sie nur einen Anruf. Fit to Work. Miteinander besser arbeiten.